Hallo, ich bin's nochmal. Nachdem wir gestern Abend den Subnautica-Stream erfolgreich beendet haben und in den Weltraum gedüst sind, hat an mir dann doch noch ein bisschen genagt, dass wir den kleinen süßen Knuddelfisch nicht gefunden haben. Oder besser gesagt, ich habe ihn irgendwann beim Erkunden offenbar übersehen. Deshalb habe ich mich heute nochmal via Zeitreise zurück auf den Planeten begeben und mache mich auf den Weg zu der Position, an welcher sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Ei des Knuddelfischs verbirgt. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach mit, dann zeige ich euch, wo das genau ist. Und da sind wir auch schon angekommen und jetzt fragt ihr euch natürlich ja, Moment mal, wo ist er denn überhaupt hier angekommen? Ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hin muss. Das ist ganz einfach herauszufinden. Wenn ihr im Spiel die F1-Taste drückt, dann erscheint auf der rechten Seite ein Display mit ganz vielen Daten für die Entwickler. Und ein wichtiger Punkt dort ist die Kamera World Position. Aktuell stehen da Werte von -867,1, -3,3 und 597,6. Und der Wert in der Mitte, die -3,3, das spiegelt quasi unsere aktuelle Höhe. Die verändert sich quasi, wenn wir hier hoch und runter fahren. Und die anderen beiden sind die X- und Y-Koordinaten auf der Weltkarte hier im Spiel. Und wenn ihr euch die merkt oder aufschreibt und einfach mal mit eurer Seemotte oder einfach so hier rüber schwimmt, dann seid ihr genau an der gleichen Position, an der ich mich jetzt auch befinde. Und dann steigst du aus und schaust einfach mal nach unten. Und da unten ist ein riesiges Pilzbiom mit einem riesigen Pilz in der Mitte. Und wir tauchen da jetzt mal runter. Und ganz unten am Stumpf des Pilzes müssen wir nach einem Eingang suchen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es sind ein paar gefährliche Lebewesen hier unten, aber jetzt nicht so dramatisch, dass man sich nicht runter trauen sollte. Wir fahren mal hier herum, ganz am Fuß herum, da ist schon einer. Der wird sich gleich auf uns stürzen und dieser Eingang hier, das ist der, den wir suchen. Ich passe mal ein bisschen auf, dass der hier nicht kommt. Dieser kleine Eingang hier, das ist der wichtige, den wir brauchen. Es gibt auf der anderen Seite auch noch einen Eingang, das ist aber der falsche. Also ihr schwimmt hier rein, einfach hier entlang schwimmen. Ihr seht hier schon schön so Lichter hier drinnen. Schauderbüschel heißen die. Und dann folgt ihr einfach den Schauderbüscheln hier hoch. Einmal hier herum, ich schalte mal die Taschenlampe ein. Und hier in der Mitte, da seht ihr das Kreaturenei. Oh, sehr putzig. Und das könnt ihr jetzt einfach mitnehmen, einsammeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause in der Basis. Dort muss es nämlich ausgebrütet werden. Wir sind wieder wohlbehalten angekommen bei uns in der Basis, haben wieder angedockt und marschieren jetzt direkt zu unserem Aquarium, das wir schon gebaut haben. Für alle, die es nicht wissen, ein Aquarium baut man hier drinnen bei den Innenelementen. Man braucht dafür 5 Glas, 2 Titan und setzt das dann in einen Mehrzweckraum mitten rein. Man kann auch, so wie ich es jetzt noch erweitert habe, hier 2 Mehrzweckräume übereinander stapeln. Offenbar sogar noch mehr. Also man könnte nochmal einen drüber setzen oder nochmal einen drunter setzen. Und dann wird das Aquarium natürlich immer größer. Und wir haben jetzt schon ziemlich viele Tiere hier drinnen. Und werden jetzt hier durch die Luke einfach mal unser kleines Kreaturenei hier ablegen. Einfach mal hier reinlegen. Können wir es eigentlich noch scannen? Scannen geht nicht mehr. Und warten jetzt einfach mal, bis der rauskommt. Das können wir auch von draußen machen. Und schauen ihn einfach mal zu. Und wenn er schlüpft, dann sind wir wieder da. Und am 8. Tage schuf Gott den Knuddelfisch. Und er nannte ihn Klein Frida. Da oben taucht sie herum. Das ging schnell jetzt mit dem Ausbrüten. Und da oben ist sie auch schon. Und wir werden ihr gleich mal einen Besuch abstatten, wenn schon. Dann wir mal mit ihr Kontakt aufnehmen. Blend mal kurz das Inventar wieder ein. So. Und dann schauen wir mal, was die Klein Frida hier zu sagen hat. Wir können sie scannen. Einheimische Lebensform Knuddelfisch.
Als kleiner grauer Pflanzenfresser zeigt der Knuddelfisch ein hohes Niveau an Intelligenz, Neugier und Zuneigung. Seltsamerweise wurde diese Tierart nicht in der Wildnis gefunden. Das gescannte Exemplar müsste künstlich in einem Lebensform-Zuchtbehälter ausgebrütet werden. Ja, dann sprechen wir doch mal mit ihm, oder? Es konnte nachgewiesen werden, dass der Knuddelfisch in der Lage ist, einfache Befehle zu verstehen und zu befolgen, den emotionalen Zustand seines Gegenübers einzuschätzen und angemessen darauf zu reagieren. Wo ist er denn? Oh, wir können ja hier auch nochmal, ich kann auch noch scannen. Irgendjemanden kann ich nochmal scannen? Aber offenbar ist hier so viel los, dass ich keine Ahnung habe, wen. Na gut, wo ist er denn jetzt, der kleine Knuddelfisch? Da oben ist er. Hallo? Wir sammeln ihn mal ein, wir nehmen ihn mal mit raus. Weil hier drin so viel Trubel ist. Und da hat er doch bestimmt gleich Angst und dann kriegt er Panik und dann kackt er uns das ganze Aquarium voll. So, dann entlassen wir dich hier mal. Ich hoffe, der schwimmt nicht gleich weg. Sondern bleibt jetzt mal hier. Hallo? Oh, spiele mit dem Fisch. Da ist er. Er bekommt was zu essen. Klein Frieda. Ach, schön. Die erinnern mich aber auch an die Frieda mit ihren Tentakeln. Na, wo ist der Keks? Weg ist der Keks. High five. Oder auch nicht. Oh. Mann, und so erholt man sich einen neuen Freund. Ich hoffe, der bleibt jetzt hier in der Nähe. Schwimmt er uns nach? Der soll ja sogar mit uns auf Reisen gehen. Er will wieder zurück. Oder sie. Ich versuche mit Rechtsklick und Linksklick was hier zu machen. Aber ich kann nur spielen. Ich dachte, ich könnte ihn auch mitnehmen jetzt. Na gut. Dann entlassen wir ihn mal. Der soll mal hier ein bisschen rumschwimmen. Hier ist es nicht gefährlich. Da kann er sich höchstens den Kopf stoßen an unserer wunderschönen Basis. Und jetzt ist aber auch wirklich Schluss mit Subnautica. Wir haben lang genug gespielt. Es war ein wunderschönes Abenteuer nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Nicht-Spoilern natürlich auch. Und ja, ich würde mich über Kommentare freuen unter den Videos und vielleicht abonniert auch der ein oder andere den Kanal, wenn ihm das Let's Play gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Blub Blub und wir sehen uns in einem der nächsten Let's Plays. Bis dann, ciao.